schon geschrieben. Er möchte was Komisches schreiben, was Lustiges, was Sprachparodistisches. Richard Wagner ist ja schon deshalb eine ganz besondere Spezies unter den Komponisten, weil er nicht so, wie es meinetwegen war, Mozart und Co. gemacht haben, das Libretto irgendwie von irgendjemand anders schreiben zu lassen, sondern er hat alles selbst gemacht. Er hat das Libretto selbst geschrieben, also das Libretto ist der Text einer Oper, und er hat die Komposition gemacht. Darum steht das in so einem unmittelbaren Zusammenhang. Und er ist dann selbst in der Villa Wahnfried, so heißt ja sein Anwesen dann in Bayreuth, hat er sich verkleidet vor einem Kreis von Freunden und hat alle Rollen selbst gespielt und vorgetragen und erzählt. Also so ungefähr wie ich, nur etwas intensiver, weil er natürlich viel, viel, viel mehr wusste von dem, was er wollte. So, und dann schrieb er da mal zwischendurch, weil er ständig Geld brauchte, haben wir ja schon mal gehört, er hat also überall über seine Verhältnisse gelebt und seine Inszenierungen waren viel zu teuer, die Leute wollten alle lieber nichts mit ihm zu tun haben, weil er einfach, man weiß ja nie, kostet so viel. Und da hat er also zwischendurch nochmal schnell den Tannhäuser geschrieben, also das ist auch eine eher schwere Oper. Und er hatte aber in Dresden, wo er zu der Zeit, über die wir gerade sprechen, seine Residenz hatte und seine Stelle hatte als Chef der Dresdner Oper. Er hatte dort sehr, sehr viel Erfolg mit dem Fliegenden Holländer. Der ist bombastisch gelaufen, der wurde in alle Sprachen übersetzt. Und weiß ich was, den gibt es auf Dänisch und Tschechisch und Englisch und weiß ich nicht, Hindustanisch. Und der wird überall gespielt in den entsprechenden Sprachen. Also das war ein Werk, was plötzlich, buff, Deutschlands Grenzen übersprang. Und das war ja zu der Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, noch eine schwierige Sache. Weil es gab ja noch kein Internet oder irgendwie Schallplatten, die man da verschicken konnte. Also es konnte ja nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda passieren und durch gute Leute, die einfach sagten, ja, den hole ich mir mal rein. Und dann kam das große Glück für unseren Richie. Das war König Ludwig. König Ludwig von Bayern, der als sein Sponsor auftrat. Und der, wenn man heute Neuschwanstein zum Beispiel besucht, in einer Grotte fast nackte Mitarbeiter auf Schwänen durch so ein Bassin schwimmen ließ, während im Hintergrund ein unsichtbarer Chor Richard Wagner Chöre und Richard Wagner Lieder sang. Da hat er sich dann also gefreut. König Ludwig, der auf eine komische Weise ums Leben gekommen ist, angeblich im Tief als guter Schwimmer, im knietiefen Wasser ertrunken, nicht wahr? Und die Familie weigert sich bis heute, die Gruft freizugeben. Könnte ja sein, dass man die Einschusslöcher in seinem Schädel sieht. Also das war das große Glück von Wagner. König Ludwig hat Kohle ohne Ende gehabt, der hat es alles möglich gemacht. Und dann konnte er endlich seine Meistersinger machen. Die Meistersinger sind sehr aufwendig. Viel, viel, viel Personage, viel Musiker, eine Riesenrequisite. Und da hat er alleine 50.000 Goldmark nur für Kostüme ausgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel 50.000 Goldmark zu der Zeit, jetzt haben wir jetzt in Euro oder so, wert wären, aber das wird eine richtige fette Summe gewesen sein. Die hat er nur in Kostüme und in herrliche Gewänder investiert, um seine Meistersinger richtig auszustaffieren. Und das Thema der Meistersinger, das ist eigentlich das große Thema zwischen alt und neu oder zwischen jung und alt, zwischen Rückschritt und Fortschritt, zwischen dem, was nach vorne drängt und Veränderung will und nach denen, die bremsen, diese Veränderung nicht haben wollen. Im Kern ist es ideengeschichtlich der Kampf Katholizismus gegen Protestantismus. Die Katholiken waren ja sehr streng und haben ja noch im 15. Jahrhundert jede Schaubietung von Kunst verboten. Und die Zeit, über die wir jetzt sprechen, ist geprägt worden vom Minnegesang. Minnegesang war, das ist also nur zur kleinen Unterscheidung, war also von Sängern aus der Oberschicht vorgetragener Gesang an die unerreichbare Minne, die unerreichbare hohe Frau, weiß ich was, Königin oder irgend so eine Frau, die dargeboten wurde. Und da gibt es eben ganz berühmte Leute, Wolfram von Eschenbach zum Beispiel ist vielleicht ein Name. Und der Unterschied war eigentlich der, dass in dem klassischen Minnegesang ging es nicht darum, die Frau zu gewinnen. Es war also kein Liebeslied, sondern es ging darum, den Ruhm und die Ehre der Frau zu preisen. Also dieser Dame, die dann da, weiß ich was, in der Chefloge damals saß. Und dann noch berühmter vielleicht Walter von der Vogelweide. Der ist aus dem Grunde berühmt, weil fast 6.000 Stücke von ihm überliefert sind. Und es gibt sogar
Texte und auch Musikstücke, die wir auch heute noch kennen, wo seine Kunst sich wiederfindet, sich widerspiegelt. Ja, und aus diesen Minnesängern, diesen adligen Kastenleuten, entwickelten sich umherstreifende Sänger, die nannte der Lateiner Vagus. Und aus dem Vagus, also umherstreifende Sänger, Sänger heißt letztlich Minnesänger on Tour. Ja? Heute hier, morgen da, man kann ja überall mal auftreten. Und die haben dann dafür Honorar kassiert und waren nicht fest an irgendeinem Hof eingestellt oder fest angekettet, dass sie nur dafür die Chefin da singen sollten. Und aus Vagus wurden Vaganten. Also was wir heute als Vaganten kennen, das sind herumstreifende Sänger. Und die kommen aus dem alten Minnegesang. Das heißt, das waren dann schon etwas leichtere Formen. Und die fingen dann eben auch an, im Volk zu singen. Und im Volk gab es ja nun keine Königin. Da hat man die Frau dann direkter besungen. Und dann gab es also, daraus entwickelten sich dann sogenannte Mädchenlieder und dann letztlich daraus Liebeslieder. Also um das Herz einer Frau zu erringen. Aber das gab es eben erst im Laufe der Jahrhunderte. Und ist genau genommen der Profisänger, der also den ganzen Tag da steht, Wolfram von Eschenbach, den ganzen Tag da jubiliert, sobald es notwendig ist, weil Gäste kommen oder sonst was, also so eine Art Bordmusiker. Und dann denen, die aus dem Volk heraus spielen und einfach also das also als Amateure machen, aus dem Herzen machen. Naja, könnte sich ja vorstellen, das Ganze ist gesellschaftlich ein Schiff, das durch den Ozean schwimmt. Und dann haben sie natürlich auch einen Bordmusiker dabei. Ne? Klar. Ja, also so war das. Und nun ging das weiter, dass dieses höfische Gebaren in ein alltägliches Gebaren ging. Und dann gab es Mitte des 15. Jahrhunderts, wurden dann Meistersinger kreiert. Das gibt es also wirklich. Und diese Meistersinger waren ständisch organisierte Gildenmeister. Das heißt, der Stand und die Gilde hat in Deutschland, also in den Zeiten vor unserem jetzigen Deutschland, eine Riesenrolle gespielt. Das heißt, die Bäckergilde, die Schmiedegilde, die Webergilde, das waren alles ganz gefügte Stände, die teilweise bei den Maurern sogar eine eigene Sprache hatten. Daraus kommen dann die Freimaurer, die dann Geheimnisse untereinander austauschten. Und in Nürnberg fing es an, dass diese Meister sich noch besonders erhoben, dass sie einen besonderen Meistergesang absolvieren konnten. Das heißt, nur Meister war, wer einen speziellen Gesang schaffen konnte. Und dieser Gesang war ganz eingefügt und ganz eng gesetzt in eine sogenannte Tabulatur. Das heißt, es gab ein monströses Regelwerk für diese Stücke, die dann überhaupt Meisterstücke sein können. Und wer das nicht einhielt, der wurde übel bestraft, indem nämlich ein sogenannter Merker, das war also praktisch der Oberlehrer der ganzen Veranstaltung, hinter einem Vorhang auf einem Brett mit Kreide Striche markierte. Und wer, also Fehler, und wer 7 Striche hatte, hatte versungen und vertan und durfte gehen. Und so waren diese ganzen großartigen Sänger, hatten es nicht ganz leicht, aber in jeder Gilde gab es eben einen, der das irgendwie geschafft hat. So. Und in diesem Szenarium spielt unsere Geschichte. Sie spielt eigentlich da, dass man die Frage stellt, wenn es ein festgefügtes Regelwerk gibt, was man nur auf bestimmten Treppenstufen erreichen darf, also sagen wir mal jetzt Abitur in, weiß ich, wie viel braucht man jetzt, 12, 13 oder wie viel jetzt eben? Bald wieder 13. Bald wieder 13, ja, nicht wahr? Da kann es ja nicht einfach sein, dass einer aus der ersten Klasse sagt, ich habe keinen Bock auf die 12 Jahre, dann mache ich schnell mal die Prüfung und erledige das. Das geht eben nicht nach unserem Verständnis. Und so konnten auch diese Meistersinger keine Meistersinger werden, wenn sie nicht vorher, weiß ich was, Lehrling, Schüler und so weiter waren. Das heißt, sie mussten Dinge durchlaufen, wo sie dann eben bestimmte Dinge lernten und wenn sie die konnten, das geschafft haben, dann durften sie in die nächste Phase, bis sie dann vielleicht eines Tages Meister werden. Auf dieser Ebene war das alles geregelt. Nur auf der höheren Kaste, der Kaste des Adels, kannte man diese Regeln nicht, sondern hat die Regeln des Minneliedes aufgearbeitet. Das heißt, die hatten ein ganz anderes Regelwerk, nämlich überhaupt keins. Ja, da konnte jeder singen, wie er wollte. Hauptsache, es war prächtig, es war schön. Während die Meister eben richtig zack, 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 alles ganz akkurat gemacht haben. Und diese Meistersinger von Nürnberg haben dann nach dem Sonntagsgottesdienst eine eigene Singschule gehabt und dann durfte das niedere Volk einmal die Woche kommen und die Meister bestaunen, was das doch für tolle Typen da waren, die da auf der Bühne dann ihre Meisterlieder gebracht haben. Und warum hat das Ganze in Nürnberg stattgefunden? Nürnberg
war die erste Stadt, die sich 1529 zum Protestantismus erklärte. Das heißt, es war die erste Stadt, die den katholischen Glaube abgelegt hat, als offiziellen, einzigen, gültigen Glauben, sondern sich der Reformation geöffnet hat und dem Protestantismus gefrönt hat. Und das bedeutete, dass Leute, die bislang verboten waren, wie ein Mann namens Hans Sachs, den es ja wirklich gegeben hat, ein Schuhmacher, der sang und Lieder dichtete, also ein Hans Sachs, der von der katholischen Kirche Schreibverbot hatte und Auftrittsverbot hatte, durfte plötzlich, der war aber schon heimlich dann unterm Volk so gehandelt worden mit seinen Songs, also wahrscheinlich so eine Art Underground-Musician oder sowas, keine Ahnung, was man da heute so sagen könnte, also durch heimliches Hin und Her haben sich diese Songs also verbreitet und seine Verse, und der wurde plötzlich legal. Das heißt, er durfte plötzlich auftreten, er durfte plötzlich vervielfältigt werden, er durfte plötzlich offen singen. Und da entstand dann auch evangelische Musik, die wir heute noch kennen. Wacht auf, ruft uns die Stimme, so ein Lied. Und es dürfte vielleicht bekannt sein, das ist ein Originaltext von Hans Sachs. Also dieser Meistersinger ist uns sehr, sehr vertraut. Es gibt fast 6.000, 7.000 Texte von ihm, die erhalten sind und die man lesen kann, soweit man das, ist ja teilweise mittelhochdeutsch und nicht ganz einfach, aber er hat also einfach eine Riesenverbreitung damals schon gefunden. Und dieser Hans Sachs spielt eine große Rolle bei den Meistersingern. Ja, die Oper, das ist eine sehr textintensive Oper. Der Witz liegt ganz wesentlich in der Sprache. Also das größte Pläsier verschafft bei den Meistersingern, wenn man sich vorher intensiv mit dem Text beschäftigt hat, also mit dem Libretto, und einfach sieht, was für Pfiffigkeiten da drin sind, was der da also gemacht hat, von den musikalischen Finessen mal ganz abgesehen. Also darüber braucht man gar nicht diskutieren. Die Meistersinger sind, ich würde mal sagen, um ein Vielfaches komplexer als der Holländer. Ne? Darf ich das sagen? Ja, also auf jeden Fall musikalisch. Pah. Richtig, richtig, richtig intensive Musik. 4,5 Stunden. Ist aber eine Pause dazwischen. Oder manchmal sogar 2. Aber ihr kriegt das heute Abend sehr viel schneller hin, weil wir ja schon diese ganzen Vorkenntnisse haben. Ja, ein bisschen Musik vielleicht erstmal. Und dann, wir gehen also jetzt wieder ins Vorspiel. Der Meistersinger von Nürnberg, Wrachner, sprach ja nie von Ouvertüren, er sagte immer Vorspiel. Und darüber kann man sich nun streiten, ob das was anderes ist, aber es ist eben das Vorspiel. Und wiederum hat unser genialer Meisterpianist und Meistersinger das Wort, die Tasten. Thank you.
The one and only. Ich freue mich. Und Sie haben es gut. Sie müssen nicht nur meinen Erzählungen hier lauschen, sondern Sie kriegen wenigstens ab und zu noch eine kleine Erholpause durch das Piano. Durch das wunderbar, durch den Flügel. Also, Zeitmaschine. Wir steigen ein und fahren in das Jahr 1630. Das war also die Hochzeit der Meistersinger. Das war das Jahr, also Wagner sagt es nicht genau, aber das war das Jahr, wo Hans Sachs am bekanntesten war. Also das war seine große Blüte. Also nehmen wir mal an, wir sind jetzt im Jahre 1630. Ja, wie lernte man da eigentlich Frauen kennen? Das war gar nicht so einfach, also für die oberen Schichten. Entweder wurde man von dem Vater der jungen Frau eingeladen zum Tee oder was auch immer und dann hat man ja vielleicht mal einen Blick drauf werfen dürfen. Oder aber, ja, in der Kirche. Denn in der Kirche sind sie damals alle gegangen, ne? Fast so fromm wie heute. Und da konnten ja plötzlich Männer Frauen sehen. Und so kam ein junger Mann nach Nürnberg, der mit der Hilfe eines Goldschmiedes namens Poltner sein Schloss verkauft hat, was ihm seine verarmten Eltern, Rittergut, unterlassen haben. Und von diesem Geld wollte er in Nürnberg als Bürger leben. Das heißt, er wollte aus seiner Adelsklasse eine Klasse tiefer steigen. Also aus seiner Sicht eben in die Klasse der Selbstständigen, der Handwerker, der Zünfte. Also in die damalige bürgerliche Oberschicht. Und hat dann dort, weil er bei diesem Herrn Pogner eben die ganzen Verträge da gemacht hat und sein Geld kassiert hat, hat er einen Blick auf die Tochter von Herrn Pogner geworfen und Eva und sich natürlich sofort unsterblich verliebt. So. Ja, und nun wollte er natürlich irgendwie ran. Endlich hat er sein Gut verkauft, alles ist geregelt, jetzt ist er also richtig so ein richtiger Nürnberger. Und da trifft er, weil er natürlich auf der Suche ist, eines Tages sieht er in der Kirche eines Sonntags, dass seine Angebetete da sitzt. Ist ja schlecht, man kann ihn nicht einfach ansprechen, weil die werden immer von so einem Anstandswauwau begleitet. Ja, hatte die natürlich auch. Und dann hat sie ihrem Anstandswauwau gesehen, als sie dann diesen merkte, dass er sich da näherte und sich so um sie rumdrückte und schlängelte, um sie endlich mal ansprechen zu dürfen. Sagt sie, ach, hier, weiß ich was, Bedienstete, ich habe da noch mein Tuch liegen gelassen, lauf mal schnell und hol das Tuch. Und das nutzt natürlich unser Rittersmann, der übrigens Walter von Stolzink heißt. Also der Walter nutzt das und ran an sie und sagt, oh Fräulein, darf ich es wagen? Und da kommt sie aber schon zurück und bringt. Und dann sagt sie, ach, ich habe auch noch meinen Halsband vergessen. Lauf und bring es. Und tap, 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 tap. Läuft die Dame da, ihr Wachhund, wieder in die Kirche, um den nächsten Krampel zu holen. Und schon nähert er sich wieder. Und Fräulein, darf ich es wagen, euch zu fragen? Und schon kommt die wieder. Und oh Gott im Himmel, kriegen wir die Alte. Ach, ich habe auch mein Gebetbuch vergessen, sagt sie. Wieder stapft die dann auf. Und wieder kommt Walter und noch näher. Darf ich euch fragen, seid ihr schon Braut? Da kommt ihr schon wieder. Na, es geht nicht, ihr könnt ja nicht mit der Frau einfach sprechen. Ihr könnt ihr nicht ansprechen. Herr von Stolz, oh Gott, ihr seid ein hoher Mann. Und das ist ja unsere Tochter, unbeschadet. Die wird nicht einfach so angesprochen. Und dann geht aber Eva aus sich heraus und sagt, ja, ja, er wollte eigentlich nur wissen, ob ich schon Braut bin. Also das würde jetzt übersetzt bedeuten, ob sie schon an irgendeiner Hand gefesselt ist. Tja, und dann sagt sie, diese Begleiterin, ja, schwere Frage. Keiner hat den Bräutigam je erschaut, sagt sie. Keiner hat den Bräutigam je erschaut. Warum nicht? Unsere gute Eva Pogner ist als Preis ausgesetzt worden. Als Preis für die nächste Meistersingerwettschaft. Das heißt, der Meister, der am besten singt auf diesem Wettkampf, auf diesem Sängerkrieg, der kriegt also Eva von ihrem Vater Pogner, dem Goldschmied, samt der ganzen Kohle als Frau. Ja, gutes Geschäft. Es gibt auch schon Interessenten. Ja, und da ja Walter von Stolzing die Frau ja total toll findet, sagt, ja klar, da mache ich, wenn er zu sein, mache ich mit, singe ich halt mit. Naja, das läuft natürlich dumm, er weiß ja überhaupt nicht, wie das geht. Er hat ja nicht die leiseste Ahnung von diesem komischen Meistersingerkram, sondern er ist ja einfach nur ein ganz normaler, freier Sänger, also was die Stimme angeht. Und dann gibt es aber eine Begleiterin von unserer Madame Pogner, Eva Pogner, gibt es also eine Lene, das ist also ihre Assistentin oder Begleiterin oder Zugehfrau.
Und Lena hat schon einen Blick auf einen der Lehrbuben, nämlich den Lehrbuben von Hans Sachs namens David, geworfen. Und den findet sie schon irgendwie ganz gut. Und auf der Ebene ist es offensichtlich auch möglich, dass man sogar mal schon mal so ein Wort rüberwirft. Und nicht wahr? Also da kann man schon über die Straße hinweg miteinander sprechen. Aber bei den anderen war das eben absolut tabu. Na gut, und dann beauftragt Eva, als er sagt, ja, ich mache das natürlich, ich singe hier bei den Meistersingern, ja, mache ich ja mit links, dann kriege ich die Frau eben, wenn es so einfach ist, mache ich da mit. Und dann sagt die Begleiterin von der Preisbraut, los, bring dir mal ganz schnell die Regeln bei, damit er überhaupt da mitmachen kann. Und der David, der Lehrling, also Schuhmacherlehrling, Hans Sachs war Schuhmacher, der Schuhmacherlehrling David geht dann also mit ihm hin und die bauen da auch gerade schon ein Gerüst auf mit Fest und Bühnen und allem so drum und dran. Und sagt, ja, also hier, seid ihr denn Sänger? Ja klar, sagt er, bin ich Sänger. Ich singe jeden Tag, wenn ich die Natur streife, und das Singen ist was Wunderschönes. Naja, da merkt er schon irgendwie, der weiß nicht so genau, wovon geredet wird. Und wisst ihr denn, was ein Bar ist? Puh, für ein Bar kenne ich nicht. Und was ein Anlaut und Ablaut und dies und das und weiß ich nicht was ist. Kennt ihr denn die Tabulatur? Was für eine Tabulatur? Ja, die Regeln. Ja, was denn für Regeln? Noch nie gehört, wofür braucht man denn Regeln? Wir singen halt einfach. Naja, da merkt der David schon, das wird schlecht enden. Der Typ kann das ja nicht. Er weiß gar nicht, was diese Meister in ihrer festgefügten, uralten Ordnung Bewegungsabfolgen machen, die man einhalten muss, sonst gilt man nicht dazu. Das ist eben der Konflikt, der sich hier anbahnt, zwischen dem freien Künstler und dem, der also praktisch ganz geformt nur bestimmte Schritte tun darf, und wenn er die nicht richtig macht, dann wird das alles nicht gezählt. Nun gut, also es gibt dann tatsächlich dieses Wettgericht, und der Junker, also der Ritter, geht also zu seinem Goldmann, zu seinem Grundstücksdealer, zu seinem Makler und sagt, hier, Bogner, guck mal, ich finde deine Tochter toll. Er sagt das natürlich in gesetzten Worten, und Wagner schreibt das schrecklich kompliziert. Das muss man also einfach verstanden haben, die Geschichte. Dann kann man diesen schwierigen und holprigen und mühseligen Text vielleicht auch besser verstehen. Komm her, kannst du das nicht mit deinem Einfluss machen, dass ich da mal jetzt eben zum Meistersinger werde? Sagt er, oh Gott, was stellst du dir vor? Kannst du das denn? Ja, selbstverständlich habe ich das drauf, überhaupt kein Problem. Machen wir. Ja, sagt er, ist sehr unüblich, aber ich werde meinen Einfluss geltend machen. Dann darfst du da vorsingen, und wenn du das schaffst, dann bist du eben Meistersinger, und dann kannst du auch bei dem Turnier da um die Dame mitmachen. Ja, kein Problem. Und dann kommt es zu diesem Auftritt, zu dieser Prüfung. Da gibt es einen Herrn Beckmesser. Der Beckmesser ist so berühmt, dass er sogar in die deutsche Sprache aufgenommen wurde. Wir sprechen von Beckmessern, wenn man damit meint, etwas immer richtiger wissen zu wollen, also so eine Art Oberlehrerstil. Beckmesser, ein alter Kerl, ein alter Junggeselle, auch nicht gerade gut bestückt, was die finanzielle Seite angeht, will unbedingt den Preis gewinnen. Und er weiß, er ist ja formal der Beste, weil keiner kennt so gut wie er die Tabulatur. Also wenn einer das überhaupt gewinnen kann, dann kann er das nur. Naja, der Bogner, also der Vater, hat aber auch schon so seine Bedenken, ob da so ein alter Knacker für seine junge, wunderbare Tochter das Beste ist. Hat er vielleicht auch andere Vorstellungen gehabt, keine Ahnung. Vielleicht wollte er lieber den Fleischer oder den Kupferschmied oder weiß ich, was es da für Zünfte damals gab. Aber Beckmesser ist also richtig, sagen wir mal, dann erzähle ich, dann will, da soll da einfach einer hochgespielt werden und der soll da auch Meistersinger werden. Das ist ja eine Intrige von den Buchen, also eine Schweinerei, der will mich dann ausstechen. Es geht nicht, der kann ja überhaupt nicht singen, dieser Typ. Und Junker, Adelige, das sind ja ganz schlimme, die kommen ja von oben. Was wollen die in unserer Klasse? Naja, wie auch immer, es kommt also zu diesem wunderbaren Preisgericht oder zu diesem Wettbewerb. Der Merker, das ist die Funktion, die Beckmesser eingenommen hat, war immer derjenige, der es am besten wusste, die Tabulatur am besten kannte, durfte den Merker sein. Und der Merker ist der, der hinter einem Vorhang sitzt und Striche macht auf einer Schiefertafel, damals mit Kreide. Und wenn man 7 Striche gleich 7 Fehler hatte, dann war versungen und vertan und die Sache war vorbei. Also der Beckmesser geht da in seine Kabine, zieht den Vorhang zu, er will ja unbeeinflusst sein, will ja nur sein Gehör walten lassen. Und dann sagen sie ihm, ja, hier, setz dich mal dahin in diesen Singestuhl. So einen Singestuhl aufgestellt, und dann sagt der Stolzinger, warum soll ich denn, ich singe im Stehen.
warum soll ich denn auf diesem blöden Singelstuhl sitzen? Ich singe im Stehen, ist doch viel freier. Nee, nee, das muss sein, das ist schon mal die erste Regel. Und wer aufsteht, kriegt sowieso schon einen Strich. Gut, okay, also er setzt sich da erstmal hin und wartet, was passiert. Und dann ruft dann aus dem, der Merker aus dem Gehäuse, oh, fanget an, fanget an. Guckt, er weiß eigentlich, was gemeint ist. Er soll nun nicht an, er fanget an, ja gut, aber ihr sollt singen. Okay, dann fängt er an zu singen und singt ein wunderbares Lied über die Natur und besingt die Vögel und die Tiere des Waldes, ein ganz wunderbares, freies Lied. Und der Merker in seinem Gehäuse wütet und schlägt immer schneller auf das Tablett ein, weil es alles falsch ist. Nichts hält diesen Regeln der Tabulatur stand. Und zum Schluss springt dieser Beckmesser aus seinem Käfig heraus und versungen und vertan. Und da ist dieser Walter von Stolzing auch schon von seinem Stuhl aufgefahren stand und singt dann freistehend. Noch ein Fehler. Wäre sowieso von der Bühne geschmissen worden. Und da sagt der Stolzing zu dem Beckmesser, ey, wieso? Was soll ich denn? Ich fange doch gerade erst an. Ich habe ja noch gar nicht über Frauen gesungen. Ich singe ja noch über Blumen. Und so geht also wilde Geschichte. Und dieser Beckmesser, nein, raus, der hat's verschissen. Dann wollen wir da nicht und weg damit. Ja, muss er dann abtreten und wurde kein Meister. War natürlich dumm gelaufen. Ja, wäre schön, wenn das da noch ein Stück dazwischen gäbe, aber jetzt muss ich ohne weitermachen. Es ist auch wirklich schwere Arbeit, das zu schreiben, zu spielen und die eigenen Dinge, die eigenen Umspielungen der Original-Wagner-Melodien zu machen. Aber ich finde es kongenial, was unser wunderbarer Meister Klein macht. So, also, wie kommen wir jetzt weiter? Es ist nun so, die Dame Pogner, also die Tochter Pogner, findet den Stolzing schon ganz cool und würde mit dem auch gerne sogar durchbrennen, weil sie will ja nicht da auf einem Preisgericht zum Preis ausgesetzt werden und diesen ollen Beckmesser, den sie gar nicht cool findet, ja, aber schon weiß, dass der da schon am Rütteln ist und da unbedingt sie haben will, mit dem verheiratet werden. Sie will mit Stolzing heimlich fliehen. Muss man sich das so vorstellen, altes Nürnberg, 1630, ein schönes Fachwerkhaus neben dem anderen. Hier wohnt der Goldschmied, da wohnt der Schuster, da wohnt der Fleischer und gegenüber wohnt der Schuster, Hans Sachs, der trotz des schlechten Lichts abends noch viel arbeitet, weil er so viel zu tun hat, vor allen Dingen die Schuhe für die Meistersinger zu besohlen. Und er ist gerade bei den Schuhen für Herrn Beckmesser, die der ja am nächsten Tag braucht, für das große Preissingen. Haut er da auf dem Leder da rum, so wie Schuhmacher das früher wahrscheinlich gemacht haben. Die haben nicht aus Japan 100 Sohlen gekriegt, hat irgendwie mit Klebstoff draufgezogen, haben das alles noch mit der Hand gemacht. So, und er sitzt dann abends und belauscht dann schon, dass die beiden Pläne haben zu fliehen, also der Walter von Stolzing und die Eva Pogner. Und ach Gott, das will er natürlich verhindern und auf keinen Fall und geh mal schnell wieder ins Haus. Und dann kommt auch noch Lene, also die Zugehfrau von Tochter Pogner und sagt, ich habe eine Botschaft, Herr Beckmesser möchte heute Abend ein Liebeslied vor deinem Fenster singen. Ach du lieber Gott, jetzt kommt der auch noch an und will abends da zur Laute irgendwas vor sich hin trällern und sie soll das da anhören. Ja, war sie gar nicht heiß drauf, fand sie nicht gut. Was machen die beiden Damen? Sie tauschen die Kleider, sodass dann also im Fenster nicht die Tochter, sondern die Begleiterin Lene in ihren Kleidern steht, soll die sich das anhören, also so aus Freundschaft, sagen wir mal so, oder aus Mitarbeiter. Und so kommt es an diesem Abend zu einem Auftritt, der also legendär ist für die ganze Operngeschichte, weil es ist hier eine Straßenschlacht, die stattfindet, ein Gehaue, ein Gemenge von endlos vielen Protagonisten, denn Herr Beckmesser kommt und fängt dann an zu quäken. Ganz bewusst gibt ihm Wagner eine Harfe in die Hand, oder eine Laute, die gehört letztlich zu den Instrumenten, die zu der Zeit schon nicht mehr verwendet wurden und unmodern klangen. Das heißt, er gibt ihm sogar, nicht nur weil er alt ist und einen Alten spielen soll, ein Instrument, was damals als veraltet klang. Also er sagt, wer sowas spielt, das ist ja wirklich von gestern. Um wirklich zu zeigen, dass er die alte Welt repräsentiert und die neue eben halt nicht. Also Herr Beckmesser kommt da also und fängt dann an und so weiter. Und Leute wecken, was ist das für ein Krach hier und halt Ruhe, wir wollen pennen, ist morgen früh raus, die Fenster gehen auf, überall kommt Licht. Herr Beckmesser sieht aber ja die Figur seiner Angebeteten in dem Kleid seiner Angebeteten, in Wirklichkeit Lena, und denkt, sie ist es und zupft und macht.
Und irgendwie kommt auch David, der Schuster-Lehrling, den wir ja schon kennengelernt haben, sehr begabt von Hans Sachs, kommt auch auf die Straße und sieht, dass da seine angebetete Lena im Fenster steht, den dieser Beckmesser besingt. Was macht er? Holt da erstmal so einen Schusterriemen und haut dem erstmal einen gegen den Kopf, so ungefähr. Und er will aber immer weiter singen und irgendwie entsteht Unruhe und dann kommt auch irgend so ein Meister und sagt, ey, was macht ihr da für einen Lärm? Und der nächste Meister kommt, weil die ja alle da zusammen wohnen und stapfen aus den Häusern und regen sich auf und Beckmesser macht da immer noch seine, oh, Juni, wunderbare Frau, ach du holde Frau und quäk, quäk, quengel, quengel. Und irgendwie geht's los, eine riesige Rauferei und alle prügeln sich plötzlich gegen und miteinander, weil die einen kämpfen, also die Bäckergesellen sind dann plötzlich gegen die Schmiede sauer und die Schmiede mögen die, weiß nicht, anderen Berufe nicht. Und dann gibt es also untereinander Schweres hin und her. Und plötzlich steht die ganze Bühne buchstäblich in Flammen. Alle hauen aufeinander ein, ein riesiger Katzenjammer, bis dann auch ein berühmter Klang der Nachtwächter kommt und die Uhrzeit verkündet, so wie das ein früher Mann dann hört ihr Leute und lasst euch sagen, die Uhr hat 11 geschlagen. Bewahrt das Feuer, bewahrt das Licht und so weiter. Also wunderbar. Und da der ja so eine Art Polizeigewalt hat, dieser Nachtwächter, der in der Arms da durch Nürnberg stapft, ne? Und jede Stunde 12 kommt er ja nochmal, das wird es ja immer schlimmer, wer um 12 noch draußen ist, also dann sind nicht nur die Bürgersteige hochgeklappt, sondern dann muss man schon also mit Strafe rechnen. Ja. So, und als der dann um 11 da angestapft kommt, dann rennen sie alle schnell weg, weil ja keiner mit der Obrigkeit da, also quasi Notruf 112 oder so oder 110, mit denen zu tun haben will. Ja, und so geht das dann also weiter, dass der Beckmesser völlig verbeult, völlig zerschlagen, ramponiert zu Sachs humpelt und sagt, was ist denn hier los und so weiter. Und Sachs hat zwischendurch dem Walter von Stolzing Obdach gegeben, mit ihm geredet über die Situation. Er versteht ja, er weiß ja, weil er sie belauscht hat, er weiß ja auch, dass der an diese Frau, Fräulein Poltner möchte. Und sagt, Mensch, also schreib doch einfach ein Lied, wie es dir gefällt und schreib es einfach auf. Und er schreibt es auf, zwei Strophen und liegt irgendwie bei Sachs in der Schusterwerkstatt auf dem Tisch. Und in dem Moment kommt dann der Beckmesser da reingehumpelt und sieht, keiner ist im Laden, sieht das Gedicht, oh, ein Gedicht von Hans Sachs. Oh, der will sich ja auch bewerben in diesem Wettbewerb. Das hat er mir anders versprochen. Dieser hinterlistige Witwer, der möchte also auch mitmachen. Nimmt das Lied und stopft es erstmal ein. In dem Moment kommt Hans Sachs. Und Beckmesser, oh, du hast mich belogen, wie konntet ihr nur, in Wirklichkeit wollt ihr auch mitmachen? Nein, sagt er, ich verzichte auf die Liebe, obwohl mich dieses Mädchen darum gebeten hat, statt Beckmesser lieber den Witwer Hans Sachs zu heiraten. Also ich glaube irgendwie, dass Liebe vielleicht mehr noch schon etwas mit Gefühl zu tun hat und nicht, er ist so also modern und nicht nur damit, was die Eltern denken oder was irgendwelche Konventionen zusammenstöpseln. Also da geht es eigentlich um das Phänomen auch, Liebe, ist Liebe auch etwas, was mit dem Herzen zu tun hat oder hat das nur was mit familiären Verschränkungen und irgendwie Business, Partei, Politik, Religion, Felix Austria Nube, heirate glückliches Österreich, also mit Völkerverständigung, mit ganzen Kolonien und Ländereien, die man durch Hochzeit praktisch verbunden hatte und mächtige Häuser schuf, sondern gibt es eben auch so einfach die Sprache des Herzens. Und dieser Konflikt kommt jetzt so langsam zum Tragen. Ja, jedenfalls sagt Beckmesser, stimmt alles nicht, ich habe hier gerade ein Gedicht gefunden von euch, mit eurer Handschrift und so weiter, aus einem Liebeslied und ihr wollt morgen mitmachen. Doch, Hans sagt, stimmt nicht, das Gedicht ist nicht von mir, pack's ein, nimm's mit, trag's doch selber vor. Was? Darf ich das? Sagt also dieser sicherlich sehr gebeutelte Beckmesser, ist das wirklich möglich? Ja klar, ein Gedicht von Hans Sachs, dem größten Meister. Damit werde ich am Morgen singen. Ja, sagt Hans Sachs, hau rein, mach mal, ja, werden wir schon sehen und so. Und also, was soll sein? Ja, und wie es dann so weitergeht, ist auch leicht beschrieben. In der Oper natürlich sehr ausführlich. Das Libretto ist sehr, sehr, sehr verschlungen. Aber wenn man die Grundstruktur einmal verstanden hat, dann sieht man auch, wie die Konflikte arbeiten. Das ist eigentlich das Spannende daran. Ja, es kommt eigentlich zum Tag der Entscheidung und für mich gibt es einen kleinen Moment des Rückzuges, weil unser Tastentorpedo die Bühne entert.
Ildefons Klein hat in dieser Paraphrase gerade angedeutet, das große Lied, um das es jetzt im ganz allerletzten Akt geht, im allerletzten Aufzug geht, das Meisterlied, das Lied von Walter von Stolzing. Also, wir müssen uns vorstellen, es ist der Johannistag. Johannistag ist eben ein Fest, wo man also früher auch die Kirmes haben durfte. Also klassisch sind auch hier bei uns die Kirmes immer an sogenannten Johannistag stattgefunden. Das war der einzige Tag, wo das Volk mal ein bisschen rausgelassen wurde, von alleine gelassen wurde, da konnten sie auch ein bisschen sich frei bewegen. Und an diesem Johannistag soll also in Nürnberg dieses riesige Fest, diese Auseinandersetzung um den höchsten Preis, den man sich hier vorstellen kann, nämlich um die wunderschöne Tochter Eva und ihr nicht unbedeutendes Vermögen, durchgeführt werden. Und natürlich kommen jetzt von allen Seiten die Zünfte auf die Bühne und singen dann, also die Bäcker kommen und Hungersnot, Hungersnot, was wär der Bürger ohne Brot und so weiter. Bitte. Das war jetzt Frühling und kein Bad. Egal, aber also die kommen dann und dann kommen die Nächsten und alle mit Fahnen und Musik und auf der Bühne gehen da, weiß ich, locker 150 Statisten jetzt gegeneinander im Chor, wog das alles gegen eine ganz, ganz musikalisch unglaublich dichte Geschichte. Wahnsinnig spannend, wenn man also die verschiedenen Themen, jede Zunft hat ihr eigenes musikalisches Motiv. Und man erkennt also, wie die Zünfte miteinander und durcheinander gehen. Es ist absolut traumhaft, sich das einfach mal nur so anzuhören, auch auf CD, wenn man weiß, dass das stattfindet. Das ist immer die Voraussetzung. Also Wissen ist bei Wagner unbedingt Macht. Sonst, um ihn zu verstehen, weil er ist wirklich nicht so ganz einfach. Und durch seine Schwere und durch diese endlos lang andauernden Szenen, da stirbt ja jemand nicht knackvoll. Und der braucht ja 15 Minuten, bis er tot ist. Ja? Und da singt er noch die ganze Zeit. Ja? Und früher haben wir mal gesagt, wenn dann so eine Primadonna auf die Bühne kam und dann von Liebe sang und dann so ein anderer Primadonna stand da gegenüber, da konnte man sich das unglaublich schwer vorstellen, dass die beiden da irgendwie gleich in Rage übereinander herfallen und vielleicht den kleinen Siegfried zeugen, wie es in der Walküre passiert ist. Also wir sind ja jetzt bei den Meistersingern. Also jedenfalls Riesenpublikum und jetzt die Bühne und dann tritt der Bogner, der Goldschmied vor und sagt, liebe Leute, die Kunst, die wir pflegen, die ist uns so viel wert, dass ich das Höchste, was ich in meinem Leben habe, als Preis für euch aussetze. Das ist hier meine Tochter. Wahrscheinlich sitzt sie da auf einem wunderbaren Thron und ist irgendwie, muss herrlich gekleidet sein. Alle haben sie vorher schon bewundert, wie toll sie aussehen, wahnsinnige Blumen und geschmückt, also es ist richtig... Richtig knackiger Preis, kann man sich vorstellen. Ja, und die Leute schauen, boah, wow, 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 dürfen natürlich nicht mitmachen, weil Volk hat ja nichts zu sagen, nur die Meister. So, und dann wird tröt, tröt, irgendein Herold sagt, Jungs, ran hier an die Buletten, ne, wer ist denn der Erste? Und da kommt dann erstmal dieser Beckmesser hervorgekrochen und stapft da auf die Bühne mit seiner Tür und faltet da seinen Zettel aus und fängt an zu singen. Und das lese ich einfach mal aus dem Libretto vor, wenn ich jetzt die Stelle... richtig gefunden habe, habe ich natürlich nicht schnell genug, wieder mal die Phase. Das Publikum ist also ziemlich durcheinander und sagt, wie kann das denn sein, das ist doch gar kein gutes Lied, das ist doch gar nicht regelgerecht und so weiter, das kann doch nicht sein. Ich finde die Stelle nicht, macht nichts, egal, stellen sich einfach vor. Und das Volk sagt, was ist das denn für ein Typ, der alte Knacker, soll er verschwinden und weg damit und werfen vielleicht also auch schon, was sie zum Glück hier nicht tun, mit Tomaten, Eiern, weil Tomaten sind ja heute sehr wertvoll gemessen, was die Preisentwicklung angeht. Da früher hatte man genug, konnte man damit pfeffern und der arme Beckmeister beschwert sich nur, so eine Schweinerei, ich bin betrogen worden, das Lied ist von Hans Sachs, er hat es mir selbst gegeben und Hans Sachs, du musst mir doch helfen. Kommt dann Hans Sachs und sagt, ja, das Lied ist nicht von mir, das hat sich Herr Beckmeister nur von meinem Tisch geklaut, aber mein Vorschlag ist, dass der das Lied geschrieben hat und auch die dritte Strophe kennt, dass der vielleicht mal auf die Bühne kommt und es vorträgt. Ja, sagen die Leute. Und jetzt wird es auch wieder interessant, weil plötzlich stimmt das Volk ab. Plötzlich darf das Volk was sagen. Plötzlich gibt es eine Mitbestimmung der Zuhörer. Bislang war das ja alles nur unter den Meistern. Die regeln das und die anderen dürfen staunen. Und plötzlich fängt das Volk an, so, ja, super, weg mit dem, wo ist der richtige Sänger? Und irgendwie kommt Walter von Stolzing dann also auf die Bühne. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen, auch hier spielt ein Bild eine Rolle, denn die Tochter Eva Pogner hat sich auch im Bild verliebt, genauso wie Senta Daland im Holländer in den Kapitän des fliegenden Holländers.
Sie hat von Dürer das Bild König David besiegt König David besiegt den Riesen Goliath angesehen, und sie sieht in diesem lockenumkränzten David, hat sie genau diesen wunderbaren Ritter von Stolzing wiedererkannt. Also das heißt, das Idol ihrer Jugend. Wir haben ja die Beatles Plakate an die Wände geklebt, und damals hingen dann da eben Ritterbilder und solche Sachen und eben gute klassische alte Meister. Und da hat sie sich eben schon in ihrer Jugend in diesen Typen verknallt, was so muss er aussehen. Und dann kommt er noch tatsächlich. Okay, also tatsächlich diese Gestalt aus dem Bild kommt also nun auf die Bühne und tritt dann vor und singt dieses wunderbare Lied, was wir eben schon von Ildefons gehört haben. Und das ist eine ganz, ganz herrliche Weise. Und die fängt dann an, huldreichster Tag. Also huldreichster Tag. Ne? Und so weiter. Dem ich aus Dichters Traum erwacht, dass ich geträumt, das Paradies in himmlisch neu verklärter Pracht hell vor mir lag, dahin der Quell lachend mich wies, die dort geboren, mein Herz erkoren, der Erde lieblichstes Bild, zur Muse mir geweiht, so heilig her als Bild, ward kühn von mir gefreit, am lichten Tag der Sonnen, durch Sanges Sieg gewonnen, Parnass und Paradies. Und diese Hymne versetzt die ganze Zuhörerschaft in eine Art wunderbare Trance, dass sie schon anfangen mitzusingen. Gewiegt wie in den schönsten Traum, höre ich es wohl, doch fass es kaum. Reich ihm das Reis, sein der Preis, keiner wie er zu werben weiß. Also plötzlich übernimmt das Volk die Kontrolle oder sagen wir mal die Entscheidung, was ja früher der Merker mit seinem Zeugestock da gemacht hat, mit seiner Kreide, übernimmt das Volk die Entscheidung, wer der Gewinner ist. Und die ganze Stimmung auf der Bühne schlägt um und alle Meister erheben sich und Beckmesser rennt schon hinten weg und verflüchtigt sich, den wird man über den ganzen Oper überhaupt nicht mehr sehen und hören. Er ist überhaupt nicht mehr da, also er ist praktisch erledigt und alles fügt sich zueinander. Und dann sagt Hans Sachs in einer Schlussrede, also führt die beiden zusammen und so, zack, Hände, alles gut. Sagt, ja, also wir wollen dir auch den Meistertitel hier verleihen, weil du so meisterhaft gesungen hast, lieber von Stolzing. Und hier kriegst du eine wichtige goldene Meisterkette umhängt. Und dann sagt Stolzing, nee, will ich nicht. Will ich nicht. Ich will gar kein Meister sein. Ich will nicht nach diesen Regeln arbeiten. Und ich will meine eigene Freiheit haben. Ich möchte so singen, wie ich das darf. Und dann kommt wieder so ein ganz berühmter Satz von Hans Sachs, ein berühmtes Stück dann in der Oper. Ehrt der deutschen Meister, verachtet die deutschen Meister nicht. Ja? Also wo er einfach sagt, also macht nicht alles schlecht, da ist viel dran. Ja? Wenn die da auch mit ihrem komischen Regelwerk vielleicht ein bisschen altertümlich sind, aber die Glanz wegzuschubsen, das wäre dumm. Das wäre zu viel Fortschritt. Also man muss sich irgendwie arrangieren, Brückenschlag. Und das akzeptiert er dann auch. Ja, und dann geht das Ganze huldvoll zu Ende. Die haben sich gefunden, sie sind glücklich geworden und Wagner ist mit seinen Meistersingern, glaube ich, auch glücklich geworden. Also es ist eine wundervolle Oper, voller herrlicher Melodien, voller wunderbarer musikalischer Spielereien, mit einem wundervollen Wortwitz, den ich Ihnen hier gar nicht wiedergeben kann, weil er also natürlich immer bei Wagner ja auch in Reimform ist. Ich würde Ihnen natürlich jetzt auch gerne die ganze Geschichte in Reimform erzählen, aber das ist wie mit der Elfenbeinallergie. Eine Reimallergie irgendwie kann ich jetzt, schaffe ich nicht. Aber lesen Sie es mal im Original, Bücher gibt es. Liebt das Libretto also, dann werden Sie vielleicht erkennen und dann die Musik mal hören, was da für, wie viel Pfiff da drin steht, was da für eine Fantasie drin steckt, was in dieser Musik für eine Kraft, für eine Eleganz, für eine Vielfältigkeit steckt, wie die Flüsse der einzelnen Handlungsstränge sich in der Musik ineinander verweben und miteinander weiterfließen. Das ist also unglaublich. Das ist wirklich, wer Musik liebt, und ich glaube, da gibt es manch einen, nicht wahr? Danke. Also der läuft über, wenn er das hört. Und ich sage ganz ehrlich, zum Stichwort Wagner, vor 30 Jahren habe ich noch gehört, sagt, also diese Nazi-Musik will ich nicht hören. Ja? Also der Wagner da mit seinem Nazi-Kram, damit habe ich nichts zu tun. Echt? Hitler hat seine Musik missbraucht, überall wurde seine Eröffnungsmusik von Rienzi gespielt, im Reichsparteitag in Nürnberg. Wieder Nürnberg.
Und dafür konnte er nun nichts, aber er ist missbraucht worden und war eben auch Hitlers Lieblingskomponist. Und es gab ja auch die Bemühungen, als man dann überlegte, wer soll eigentlich Hitlers Ehefrau werden. Da standen ja zwei Damen zur Disposition, einmal die Nachkommen von Nietzsche, beziehungsweise Elisabeth, die Schwester von Nietzsche, und auf der anderen Seite Wagner, also die Wagner-Tochter. Und zwischen den beiden gab es also große Überlegungen im Deutschen Reich, wen soll nun der Führer nehmen und wer kriegt ihn. Also das waren so, sagen wir mal, die beiden großen Familien, die in Deutschland in der Kultur des deutschen Nationalsozialismus hochgehalten wurden. Beides missbrauchte. Nietzsche missbraucht von seiner eigenen Schwester Elisabeth, die in der Villa Silberblick, die jetzt wieder zugänglich ist, in Dresden hinter einem Vorhang saß, er war schon ziemlich fertig, und Gästen, die kamen gegen Eintrittsgeld, zeigte, ja, Vorhang auf, saß der alte Nietzsche da auf seinem Stuhl und sabberte wahrscheinlich nur noch, also Vorhang wieder zu, nächste Gruppe. Also so ist das eben einfach gewesen. Und ja, insofern sage ich einfach mal, Freude kann man empfinden, wenn man diesen ganzen Nazi-Krempel einfach mal aus dem Kopf streicht. Und ich habe die Wagner entdeckt eigentlich über den Ring. Und ich hatte mal eine Lesung zum Ring, da sagten, oh, ich habe bei Tolkien den Ring gelesen. Das hat der Tolkien alles abgeschrieben von einem, der da Komposition gemacht hat. Ich sage, nee, umgekehrt. Tolkien hat in seinen Tagebüchern sehr deutlich Bezug genommen auf den Wagnerschen Ring. Und diese ganze Geschichte vom Finden des Rings, vom Schmieden des Rings bis zum Versenken des Rings und Befreien der Menschheit. Und da ist es ja auch wieder eine sehr interessante Parallele. Brünhild geht dem Siegfried, der den Ring am Finger hat, nach in die Fluten des Rheins und stirbt mit ihm. Liebe bis zum Tod. Senta vom Holländer, von Daland die Tochter, geht mit dem verfluchten schwarzen Mann aus Holland, dem fliegenden Holländer, in die Fluten unter und befreit ihn. Also es sind solche ganz, ganz großen Themen, die wir bei Wagner haben. Und hier in den Meisterlingen haben wir eben das große Thema der Liebe, also der Liebe, die vom Herzen kommt und die nicht verabredet ist. Das große Thema, dass der Fortschritt gegen den Rückschritt kämpft, dass die neuen Leute gegen die alten Leute, dass die Fortschrittigen gegen die Bremser und so weiter, und das eben auch in der Musik stattfindet, ja nicht nur in der Politik oder in der Erziehung oder in der Pädagogik, sondern in allen Bereichen des Lebens. Und das sind da so die, wenn man auch noch den Liebesverzicht von Hans Sachs dazu nimmt, der ja verzichtet auf die Liebe dieses Mädchens, die sagt, nimm mich lieber, als dass ich den euren Backmeister ja nicht heiraten kann, das ist ja ihr Nachbar und die kennen sich gut. Er hat da so eine vertraute väterliche Rolle und er sagt, nein, ich verzichte, also das möchte ich nicht. Und du bist zu jung, du verdienst einen jungen Mann. Und das sind ja alles Gedanken, die ja erst viel später kamen. Also das heißt eigentlich zu der Zeit extrem progressive Gedanken, fortschrittliche Gedanken, nicht rückschrittlich. Wenn wer das zu der Zeit schon von dem Mädchen sagte, dann such dir lieber einen Jüngeren. Das ist also, normalerweise haben die da nicht lange gefragt. Pack einen, nimm mit. Ne? So war das eben früher. Und heute haben sich die Zeiten ja auch etwas geändert. Aber das ist eben die alte Geschichte aus dem Jahre 1630, oder spielend in 1630 von einem wunderbaren Richard Wagner. Und ich kann Sie nur ermuntern, sich mit dem Werk von Wagner zu beschäftigen. Jede Oper, sie sind unterschiedlich schwer, bietet unglaublich viel Genuss fürs Ohr, Genuss fürs Auge, wenn man es sieht in einer guten Inszenierung. Freude am Text, wer Spaß hat, Text zu lesen und sich in solche Geschichten reinzuversetzen, und sehr viel Hintergrund- und Sekundärliteratur, die vielleicht für Wagnerianer interessant ist, aber auch manchmal interessant sein kann für diejenigen, die tiefer in die Welt der Oper eintreten wollen. Danke mich für Ihre Wunderbare Geschichte.